Hallihallöchen, ihr freshen Spasten, und willkommen zu einem neuen Part von Dreamland. Der Horror hat einen Namen. Wir haben uns gedacht, das Spiel ist so scheiße, das müssen wir uns schön saufen. Ja, ich meine, wenn der Tod schon kein Ausweg ist, dann wenigstens das Saufen. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir da ein Trinkspiel draus machen. Ja, das sagen wir jetzt erstmal, bevor wir diese Vorlesung machen. Vorlesung machen, genau. Und zwar immer, wenn jemand flucht, müssen wir einen trinken. Wir haben hier Tequila. Mhm. Immer, wenn ein Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler da ist. Immer, wenn irgendjemand sagt, mit dieser Stadt stimmt irgendwas nicht oder was ähnliches. Oder wenn diese Ausrede benutzt wird, die Stadt liegt in einem Tal. Also bei jedem, immer wenn einer flucht, immer bei einem Grammatik- oder Rechtschreib- oder sonst was Fehler, bei dieser Ausrede oder bei dieser Feststellung, dann wenn es einen Charakterwechsel gibt, und wenn dann zusätzlich die Person, die man danach spielt, eine ist, die vorher noch nicht vorkam, ja, müssen wir nochmal einen trinken. Und wenn Wörter oder Sätze komplett groß geschrieben sind. Wenn Blumen tanzen, sage ich mal nicht, weil das ist direkt schon der Fall. Das nicht. Wenn dieses Standardblut-Ding kommt. Nein, das ist zu oft. Das ist zu oft, ne? Aber wenn ein Klaus kommt, genau, dann müssen wir gleich zwei- oder dreimal trinken. Weil dann passiert nicht wirklich viel mehr als Klaus, wenn ja, ein Klaus kommt. Wenn er kommt. So, die hat's früher wieder gelesen. Bestimmt ist mein Freund da unten. Also hat sie doch einen festen Freund. Ich muss diesen verdammten... Verdammt. Prost. Ich muss diesen verdammten Parkschlüssel finden. Ach ja. Falls ihr 18 oder drüber seid. Könnt ihr gerne mitmachen. Und Alkohol gut vertragt und heute gut gegessen habt. Und morgen früh nicht arbeiten müsst. Ja. Falls es abends ist. Und falls ihr halt einfach gerade die Gelegenheit habt und so, dann seid ihr herzlich eingeladen, bei diesem Trinkspiel mitzumachen. Ansonsten möchten wir Sollt ihr euch in den Arsch ficken. Bloß die Finger von Alkohol zu lassen. Ja. Wir möchten darauf hinweisen, dass es nicht gesund und unverantwortlich ist. Aber dieses Spiel muss man sich nun mal schön trinken. Jetzt kannst du weitermachen. Ja, Moment. Wir werden so dicht sein am Ende. Machst du zu dann immer, oder... Dass ich klicken kann. Offen in. Kanalisation, Baby. Zählt das als Fluchen? Ich glaube, du musst da sogar runter. Hier ist sogar oder noch ein Wegweiser. Zum Westpark. Musst du da nicht das sogar runter? Das heißt, es gibt aber auch einen Westpark. Das ist so ein bisschen Open World. Boah, voll das Muster in den Blumen. Musst du da jetzt nicht runtergehen? Weil da war doch ein Speicherpunkt vor. Wie viele Speicherpunkt kann hat sein, diese Stadt eigentlich auf was anderes als Parks? Nein. Nö. Doch, Zombies und Blut. Ja. Zu den alten Katakomben. Alter, wenn wir zu all diesen Orten sogar noch hinkommen, wahrscheinlich nicht. Dann ist das Spiel ziemlich lang. Dann ist das Spiel sogar relativ lang. Ach so. Ach, das ist verschlossen, stimmt, genau. Ja. Müssen wir jetzt nicht nochmal trinken, das hatten wir Moment, schon. Moment, sie muss, den Schlüssel finden. Den verdammten Parkschlüssel finden. Dann müssen von wo kommen wir jetzt eigentlich? Ich glaube, von unten sind wir gekommen. Zum Ostpark. Ja, wo gehen wir dann lang? Lass mal in... Erst da rechts, oder? Okay, da waren wir garantiert noch nicht. Ja. Kannst du... Fässer. Über die Blumen kannst du nicht gehen, weißt du, wie dumm! Aber über Leichen. Ja. Nein, ich will doch niemandem seine schönen Blumen kaputt machen. Die Leiche ist sowieso schon tot. Da kann da ich nicht drauf reingehen, rumtreten. Oder? Ist da irgendein Schlüssel? Eine Tür, die sogar aufgeht. Wie vollgeräumt! Ja, vor allem, wo ist der Sinn? Wie willst du denn an die hintersten Fässer rankommen? Gar nicht. Die sollten ja auch aus dem Weg geschafft werden. Oh nein. Keine Musik. Was war das? Was war das? Ist das die Musik? Das ist die Musik, die rumbackt. Die wurde nicht getestet. Die Musik ist Alter, scheiße. Wie der Konsequenz nur zwei Blutspuren hier so hat, nur zwei Bluttexturen hat und die hier ja, so konsequent vor allem, durchzieht. Vor allem, guck mal, die sind auf den Fässern drauf, zur und Hälfte. Und die Räume sind auch so dämlich und alles nur mit Fässern voll. Ja,
Was anderes hatten die da nicht als Einrichtungsgegenstände? Was ist denn in diesen ganzen Fässern bitte gelagert? Leblose alte Säcke? Körperteile. Lagern die ihre Scheiße da? Ja. Leichen. Bitte, kein Klaus. Und hier sind natürlich wieder Kisten. Nee, der hat doch seine eigene Musik. Ja, aber das könnte... Aber das sieht hier auch wieder so klausig aus, ne? Ja. Kiste. Wir sind schon total klaustrophobisch. Da ist eine Kiste. Ich dachte erst, das ist ein Mensch mit einer Maske. Bitte sag mir nicht, dass da einfach ein Schlüssel drin ist jetzt. Katakombenschlüssel B. Katakombenschlüssel B. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich mehrere Schlüssel. Vielleicht gibt's in den Katakomben selber den Katakombenschlüssel. Und jetzt ist uns der Rückweg abgeschnitten. Übliche Resident Evil Technik. Nein. Das ist schon gruselig genug, weil da Blut ist. Und weil der Sound rumbuggt. Oh, Random Encounter. Super. Hä? Was war das? Ist ja gerade einfach nur eine Blutspur verschwunden? Irgendwie schon. Und das Blut geht hier so über das Fass. Und so richtig das hässlich. Geht da sogar auf die Wand. Und hier auch. Alter, wie hässlich. Das habe ich eben schon mal angemerkt, dass es auf das Fass geht. Das, ja, das, da ist mir das noch nicht richtig aufgefallen. Und jetzt ist die Tür zu. Ja genau, die klemmt jetzt einfach, ne? Nee, es ist alles normal. Die Blumen tanzen immer noch fröhlich. Die Blumen, über die du nicht drüber gehen kannst. Gehst du jetzt in den anderen Park? Ja, lass Speicher einfach. Nochmal. Sonst musst du diesen scheiß Weg nochmal gehen. Du kannst weiter nach unten speichern sogar noch. Oh, ja, okay. So, sehen wir mal, was der Westpark für uns bereitet. Gräber. Oh. Die man nicht untersuchen kann und auf den man einfach drum treten kann. Ich piss jetzt drauf. Ja, es ist einfach überhaupt keine Grabschändung, wenn man das macht. Aber es ist Blumenschändung, wenn man auf Blumen rumläuft. Ja. Merkt euch immer, ihr Blumen dürft gerne auf Gräbern tanzen, aber ihr dürft keine Blumen kaputt machen. Das ist so... Da oben geht's runter. Hier sind auch Kisten. Geh mal da hoch. Ja, ich weiß. Da kannst du runter. Ich wette mal damit. Also, wollen wir sagen, wir trinken einmal, wenn hier aus den Gräbern nachher Zombies kommen? Okay. Das könnte ich mir so... Stereotyp. Wie dämlich! Ich kann hier nicht einfach... weiter? Ich muss hier immer so runtergehen! Geh noch mal nach unten! Du stehst da auf der Wand! Und ich kann nicht einfach nach rechts gehen und die geht von selber runter. Nein, ich muss hier so... So muss ich gehen! Richtig geile 3D-Effekte. Das Wasser sieht so nett aus. Das sind die Standard. Es gibt doch, man kann auch so gut wie gar nichts hier untersuchen oder so. Nein. Oh, Blut. Man braucht keine Interaktion, man braucht nur Blut und Zombies. Wie nötig war das, dass man da in zwei Richtungen abbiegen kann? Herzschlag. Du kannst einen Herzschlag programmieren. Da kommt ein Klaus, oder? Oh nein. Nein. Das sieht so nach Bosskampf aus. Auf dem Rückweg kommt hier bestimmt so ein Klaus. Aber dann hoffe ich, dass wir einfach durchrennen können. Was sind das für unnötige Gänge? Was soll das sein? Wenn das hier eine Krypta ist, die sehen nicht so aus. Und das Feuer bewegt sich auch irgendwie gar nicht. Da fehlen ein bisschen die Särge, ne? Guck dir mal das Feuer an. Ich meine, Tote gibt's ja, aber keine Särge. Das ist nur so ein bemalter, bearbeiteter Stein, der einfach nur so aussehen soll. Oder ist das sau unsymmetrisch an der Stelle? Es gibt einfach keine Mitte, in der ich stehen kann. Aber das hier ist einfach mit diesem hier nicht symmetrisch. Ja, eben. Aber es ist so... Und da ist der Gang auch viel dicker. Also, pass auf, da ist ein Zombiehund. Ein Zombiehund. Die sind der ist natürlich viel weniger gefährlich als die Wölfe. Und du kannst Wölfe. Den Stein, wette ich, nicht wegmachen. Du musst den besiegen. Du musst den Hund besiegen. Ja, sagt sich leicht. Bitte sag nicht, dass der Hund ein Klaus ist. Bitte nicht. Bitte kein Klaus-Hund. Das ist der Hund von Klaus. Du hast mein Herrchen getötet, wuff, wuff. Wuff, wuff. Warte, kann ich dir nie vergessen. Kann ich gerade ernst? Nee. Guck mal, näher dran kann ich nicht. Hm. Ah! Aber auf der Wand laufen, das kannst du gut. Geh einfach die ganze Zeit geradeaus. Geht ja nicht. Das ist so... Wäre schön. Das ist so bescheuert, das ist einfach unnötiger Weg. Warte mal. Das sieht auch total komisch aus. Da entsteht richtig so ein Kreisel da, wo das die... Das sind einfach Propeller im Wasser. Ja.
Und hier ist auch komischerweise nichts, wo das Wasser, was hier aus der Wand kommt, hergekommen sein kann. Gar nichts. Das kommt aus dem Stockwerk da drüber. Aber hier ist wieder so ein Wasserfall, da ist wo keine Kreisel drüber sind. Ja. Da ist der Hund, den musst du jetzt besiegen, oder was? Oder hast du da Schalter an den Seiten, die du betätigen musst, oder so, um einen Stein zu entfernen? Also nee. Diese Logik würde ich zumindest dem Spiel zutrauen. Dann musst du diesen Klaus... Oder wir können jetzt auf einmal Leichen untersuchen. Nee. Dann musst du diesen Klaus-Hund wohl besiegen. Diesen Klaus-Hund, den Hund von Klaus. Bitte sag, dass das kein Klaus ist. Nein, ist es nicht. Also ich kann ihm zumindest mehr oder weniger Schaden machen. Dann versuch mal, ihn aber von hinten zu erwischen. Oh, ich hab den Timer vergessen. Du hast auf neues Spiel gedrückt, och, du Penner. Nee. Wenn der Tod kein Ausweg mehr ist. F12. Ich hab F11 gedrückt, das war sehr schlau. Hast du damit jetzt die Aufnahme abgebrochen oder so? Kannst auch nochmal F12 drücken, dann haben wir wieder den Dings... Das Overlay. So, laden. So, aber aufnehmen tut's noch. Das ist die Hauptsache. Oh! Versuch. Und der Speicherpunkt ist auch so weit weg, ne? Das sagt sich leicht. Du hast ja noch Klaus in Erinnerung, wie der sich immer gedreht hat. Ja, aber bei dem Hund sah das gerade ziemlich anders aus als bei Klaus. Ja, weil das nicht Klaus war, sondern ein Hund. Der ja, war bei dem Hund, da hattest du wenigstens die Chance, den zu treffen. Ja, aber sie hat ja auch viel weniger Leben. Vielleicht muss ich aber mich. Aber du hast Heilung. Ja, ich muss mich vielleicht einfach mal gleich heilen. Aber du bist ja auch nach 2-3 Treffern schon tot. Da hast du nicht viel Gelegenheit mit heilen. Da, der hat dir gerade keinen Schaden gemacht, schon wieder. Das geht doch eigentlich. Der wuselt auch so vollkommen. Jetzt würde ich heilen. Ne, du hast ihn schon besiegt. Wie? So bumm, Blut. Blut, vor allem geht das Blut so ins Wasser rein. Aber wir machen mal vorsichtshalber, weiß ich nicht, soll ich heilen? Ja, oder weiß dabei nicht. Haben wir sogar ziemlich wenig Leben verloren. Ja, gut. Heil halt nicht. Ja, gucken wir mal, was wir hier erstmal kriegen. Katakombenschlüssel A. Jetzt kannst du in die Katakomben gehen. Vielleicht bekommen wir ja einen Charakterwechsel, bevor wir die Heilung brauchen. Und ich wette, in den Katakomben findest du dann den Schlüssel für diese Kanalisation. Jetzt kommt der... Kommt kein Klaus. Nee. Kommt kein Klaus. Diese ganzen Räume waren einfach komplett unnötig. Die waren einfach nur, damit du ein bisschen Zeit umkriegst, ne? Und komm jetzt mal. Kommt Zombie aus den Gräbern? Nee. Es wäre auch zu aufwendig für jemanden wie ihn gewesen, wer auch immer das gemacht hat. Speicher nochmal und dann kannst du in die Katakomben gehen. Also bis jetzt enttäuscht mich das Spiel gerade. Wir haben noch viel zu wenig gesoffen, ne? Ja. Ja, es kam auch keine Dialoge. Zu den alten Katakomben. Was ist mit den neuen Katakomben? Da ist eine Truhe. Morphium. Guck mal, die Gräber sehen anders aus. Ja. Hier könnten wieder Tote rauskommen. Aber ja, das Schloss hier ist doch relativ nice bis jetzt. Das sind Katakomben. Ja, okay. Kein ein bisschen groß dafür, ne? Und Katakomben sind für gewöhnlich unterirdisch. Ja. Da überall diese Blumen. Sie machen mich aggressiv. Die Blumen sind das größte Hindernis in diesem Spiel. Ja, die sind viel schlimmer als die Zombies. Und als Klaus. Die sind nämlich unbesiegbar. Ja, da kam Klaus ja nur fast dran. Hm. Man braucht ja nur 100 Versuche, um den zu besiegen. Naja, es waren etwas über 80, glaube ich. Das sah so billig aus. Hast du das gerade gesehen, wie die Türen aufgegangen sind? Ja. Lass uns das nochmal sehen. Es sind zwei Einzeltüren und keine Doppeltür. Und die gehen noch so einzeln auf. Ja, ich konnte zwar keine Doppeltür, aber ich wollte ja meinen guten Willen zeigen. Da geht's runter und es geht aber auch in der andere Richtung weiter. Überall diese unnötigen Statuen. Und diese unnötigen Blutflecken. Und die war mehrere Etagen hoch und ich wette, hier ist keine einzige Treppe, die nach oben führt. Da war eine Truhe noch. Und der Schalter macht jetzt, dass alle Statuen lebendig werden. Der macht jetzt, dass du stirbst vor allem, einfach so. Da ist noch eine Truhe. Der hat einfach nur was aufgemacht. Verbandskasten. Alter, wir haben Morphium, wir haben Medikit. Ja, außer Heilung kriegst du nichts. Du hast zwar Rüstung und so, die du kriegen könntest. Verflucht! Prost!
Verflucht, ist das heiß hier. Länger als 30 Sekunden halte ich das nicht aus. Genau 30 Sekunden auch. Geh wieder raus. Wo bin ich überhaupt? Da unten. Ach so, okay. Das ist so rot, das sieht man nicht. Hitze kann man auch nicht anders darstellen, ne? Nee. Gar nicht. Muss alles rot sein. Muss alles aggressiv machen. Musst du da überhaupt lang? Weil da war noch eine Tür. Du hast ja die Katakombenschlüssel, oder nicht? Mhm. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist der Rückweg wahrscheinlich. Okay. Ja, schauen wir mal. Da hast du natürlich keinen Speicherpunkt vor einer Auf-Zeit-Aufgabe. Ich hasse Auf-Zeit-Aufgaben. Warum steht da keine Statue? Weil... Vor allem, da steht sowieso immer die gleiche. Geh hoch. Du darfst nicht zu viele Umwege machen. Wieder nach oben. Das ist einfach nur hin und her laufen. Da oben ist eine Tür. Und jetzt bin ich immer noch in der Hitze. Nee. Nein. Gut. Du bist immer noch in der Ritze, oder was hast du gerade gesagt? In der Hitze. Da geht's nochmal nach oben. Alter, diese Räume sind überhaupt wichtig. Kanalisationsschlüssel erhalten. Sind diese ganzen Räume überhaupt wichtig? Was machst du da noch? Geh wieder raus. Tür entriegelt. Ja, geh wieder raus. Oh, ein alter Sack. Jetzt geh wieder raus. Ich werde dir eine Geschichte erzählen und dich damit zu Tode langweilen. Genau. Jetzt kannst du wieder an der Kanalisation speichern und dann kannst du runtergehen. Diese ganze Passage war so unglaublich nötig. Alle drei. Vor allem, weil du dann nochmal eine Treppe hochgehen konntest. Die waren so schlecht.